und ich hatte gleich so ein ganz dummes Gefühl. Und die 20.000 Baht, meint ihr, ich habe die wieder bekommen? Es ist noch nicht zu Ende, Freunde. Es wurde nämlich am Schluss schon teuer. Ja, meine Freunde, in dem Video geht es darum, das wurde teuer. Polizeikontrolle, Thailand. Ein Erlebnisbericht. In dem Video erfahrt ihr, was da wirklich passieren kann, wie unangenehm es wird, was es kostet. Und ihr erfahrt am Schluss noch einen absoluten Insider-Tipp. Die musst du wissen, die muss man wissen. Und jetzt geht's los. Und zwar, ich nehme euch jetzt mal mit über die ganze Story, damit ihr wisst, wo ihr aufpassen müsst, damit ihr gewarnt seid, was passieren kann, Freunde. Weil wir haben das selbst erlebt. Vor ein paar Wochen war eine Freundin von meiner Frau hier in der Stadt, in Pattaya, wo wir gerade sind. Und wir sind am Abend weggegangen. Ein paar Bierchen in den Bars, da gutes Essen, Abendessen, da ein Cocktail, da dies, das. So gegen 2 Uhr haben wir gesagt, du, für heute alles super, war ein schöner Abend. Wir verabschieden uns. Meine Frau und ich setzen uns in ein Taxi und fahren nach Hause zu unserer Unterkunft. Alles gut. Wenn ich in Thailand weggegangen bin oder sonst was und man hat geschwitzt und Zeug, bevor ich ins Bett gehe, ich dusche mich immer. Ich dusche mich ganz normal, alles gut, lege mich ins Bett. Meine Frau duscht sich und ihr Handy geht plötzlich. Immer wieder, ich denke mir, okay. Und komme dann irgendwie so auf den Trichter, wer ruft denn nachts um 2:30 hier irgendwie nochmal an? Und ich hatte gleich so ein ganz dummes Gefühl, ja nicht, dass was passiert ist. Ja, und dann nimmt meine Frau hektisch das Handy und schaut, was ist los, weil irgendwas muss passiert sein um die Uhrzeit. Das ist ja komisch. Es ist die Freundin dran. Die Freundin, mit der wir noch vor einer Dreiviertelstunde in den Bars abgehangen sind. Und ich denke mir schon, oh nee, nicht, dass da irgendwas passiert ist. Dann wurde eben die Freundin aufgehalten. Von der Polizei in Pattaya. Und in Pattaya gibt es ohne Ende Straßensperren nachts. Also ihr müsst ja unglaublich aufpassen. Da wird die ganze Straße wird zugemacht. Da sind links, rechts 15 Polizeiautos, ohne Ende Officers auf der Straße. Und die kontrollieren jedes Auto, jeden. Egal ob Thailänder, ob Falang, ob Tourist, ob nicht. Das ist denen total egal. Ja? Also dieses, nur die Touristen werden kontrolliert. Das ist eher so ein Phuket bisschen der Fall. Muss man auch sagen, so habe ich es auch erlebt. Aber hier in Pattaya wird jeder kontrolliert. Eben auch sie. Sie ist ja Thai. Und dann wurde erhöhter Alkoholgehalt natürlich im Blut festgestellt. Was passiert dann, Freunde? Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Was passiert dann? Ja, was passiert dann? Und dann ist es so, kann ich euch 1:1 berichten, egal ob Thai oder Falang, Alkoholtest am Straßenrand und dann nehmen die dich sofort mit. Das heißt, Auto bleibt stehen, die fahren das Auto oder lassen es abholen und fahren das zu einem Sammelpunkt für Autos, Motorräder, egal mit was du unterwegs bist. Das Fahrzeug kommt zum Sammelpunkt und du kommst mit. Und wisst ihr, wie lange du mitkommst? Bis eben das Schnellgericht wieder einen Platz frei hat, um über dich zu urteilen. Ja, und das kann schon mal auch 3 Tage dauern, vielleicht auch mal 4. Und in der Zwischenzeit sitzt du im Gefängnis und zwar nicht in einer Einzelzelle, in einer Doppelzelle und da, wo man sagt, okay, ich penne jetzt oder keine Ahnung irgendwie, sondern du sitzt halt in einer Gemeinschaftszelle, ja, hier in Thailand, in Pattaya vorne an der Beach Road neben dem Central. Und da sind halt 25 andere Menschen in der Zelle, die teilweise auf irgendwelchen Drogen sind, die rumschreien, die aggressiv sind, die ja, offene Wunden haben. Und wartest, bis die Zeit rum ist, bis du vor das Schnellgericht kommst. Das ist eine relativ unkomplizierte Nummer, nur das kann einfach ein paar Tage dauern. Natürlich hat die Freundin von meiner Frau probiert, bei der Kontrollstelle zu sagen, kann man da was machen, können wir da nicht irgendwie, ich gebe euch hier gleich 5.000, 6.000 Baht, aber kein Stress. Nee, ging nicht. Also ist zu groß, ist zu offiziell. Das geht, wenn ein Cop oder 2 Cops alleine vor dir stehen. Da kann man sagen, du, komm, lass mal das hier, was kostet. Aber nicht, wenn du in so eine hochoffizielle, massiv krasse Polizeikontrolle reinfährst. Da ist es vorbei einfach, weil das können die sich auch nicht erlauben. Da ist viel zu viel los. Jetzt ist es so, ist ein Thailänder da drinnen, dann kann der über Kaution rauskommen. Und jetzt passt auf, was passiert ist. Dann kann der über Kaution rauskommen. Was glaubt ihr, um was das Gespräch ging?
nachts um 3:30 beim Apparat von meiner Frau. Genau, es ging um die Kaution. Das heißt, ich bin wieder losgefahren mit meiner Frau. Taxi wieder geholt, zur Bank gefahren. Kaution ist 20.000 Baht. 20.000 Baht sind so gute 500 Euro. 505, 508, irgendwie so um den Dreh. Wir fahren zur Bank, holen diese 500 Euro, fahren zur Polizeiwache und meine Frau macht das alles. Ich habe draußen gewartet, ich wollte mich aus Verlangen da auch in gar keiner Art und Weise irgendwo einmischen oder blicken lassen. Ne? Es hat eine Stunde gedauert, bis meine Frau wieder rauskommt. Und dann haben wir noch weitere 2 Stunden gewartet, bis die Dame, bis alles Bürokratische abgewickelt wurde mit der Kaution, mit allem, dass sie rauskommt. In der Zwischenzeit war es halt schon nach 7 Uhr in der Früh. Es ist wieder hell, wisst ihr? Ich bleibe bei sowas immer draußen natürlich. Der Verlangen in der Polizei drin, müssen wir nicht machen, braucht man nicht, meine Freunde. Es ist noch nicht zu Ende, Freunde. Es wurde nämlich am Schluss schon teuer. Und zwar war die gute Dame jetzt auf Kaution draußen, auf meine Kaution. Die 500 Euro waren von mir hingelegt und da habe ich natürlich schon erwartet, dass ich die wieder bekomme. Jetzt ist es so, das Ganze ist an einem Montag passiert und am Donnerstag musste sie wieder kommen. Das heißt, hätte man jetzt keine Kaution hingelegt, dann wäre die Montag, die Nacht auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann irgendwann ist das Gericht, also 3-4 Tage sitzt du da drin in einer Gemeinschaftszelle, 25 Leute. Sie hat auch gesagt, ganz viele Phalanx, also Beachshot, Pattaya vorne in dem Central, die Hauptpolizeiwache. Viele Phalanx natürlich, viele Leute jeglicher Herkunft, die wegen Alkohol, wegen Drogen, wegen Schlägereien, wegen sonstigen Sachen da drin sitzen jetzt, teilweise aggressiv, teilweise. Also es ist nicht schön, Freunde, das ist jetzt nicht der Urlaub oder die paar Tage sind jetzt nicht easy. Wärst du jetzt auf irgendeiner Einzelzelle oder irgendwie zu zweit, so, dann ist es vielleicht, dann ist es auch nicht gut, aber dann ist es vielleicht noch einfach. Und es ist auch immer dieses, ja, diese Action in der Luft und vor allem ist es unglaublich unsauber. Also das sind diese Zellen, die werden nie sauber gemacht, weil die immer in Betrieb sind, wisst ihr. Die hat sie sich zum Glück mit der Kaution erspart, musste allerdings am Donnerstag wieder kommen und dann war es so. Dann kamen die am Donnerstag wieder ganz in der Früh, irgendwann um 7 Uhr, musste zu so einem Gericht fahren, fast den ganzen Tag gewartet. Dann ist sie dran gekommen und sie hatte irgendwie 52 Milligramm Alkohol im Blut. Und darauf war 6.500 Baht Geldstrafe. 6.500 Baht sind 165 Euro circa. Jetzt kann man sagen, ja, also das ist ja nicht viel Geld und so, da gebe ich absolut recht. Führerschein verlieren in Thailand gibt es in der Form eh nicht. Also Führerschein, dass sie den verliert, war nie im Gespräch. Und diese 150 Euro sind jetzt nicht viel Geld, sagt man in Deutschland. Da wäre ja Deutschland, da bist du ja, da hast du wirklich Probleme. Da wird es wirklich teuer und Stress und Führerschein und Fahrverbot und alles, keine Frage. Aber für einen Thailänder ist es auch wirklich viel Geld, Freunde. Ja? Das muss man irgendwo ummünzen. Also ist am Schluss teuer. Aber es geht hier nicht ums Geld, Freunde. Es geht hier nicht ums Geld. Es geht, wenn ihr erwischt werdet, mir wird es um diese 3 Tage in dieser Zelle gehen, da wo ich da irgendwie vergammel, weil, Achtung, auch das muss man wissen, du kannst aus Verlangen, so wurde es mir zumindest erklärt, aus Ausländer kann keiner für dich eine Kaution einlegen. Für einen Thai geht es, ein Thai kann für einen Thai, meine Frau konnte für sie Kaution einlegen. Aber als Ausländer, wenn du da drin sitzt, kann für dich keiner eine Kaution einlegen. Das heißt, du sitzt da 3 Tage, vielleicht auch 4 Tage. Und das ist halt sehr unangenehm, wisst ihr? Also das sind die Sachen, wo mich am meisten da zurückschrecken. Und natürlich, klar, wenn du betrunkener irgendwo einen Unfall baust, ist natürlich alles DEFCON 180. Also das ist natürlich Worst Case. Deswegen, ich fahre gar nicht, wenn ich getrunken habe. Klar, mal 1-2 Bierchen, aber wir reden ja von einem Partyabend. Und die 20.000 Baht, meint ihr, ich habe die wieder bekommen? Ja, natürlich habe ich die wieder bekommen, Freunde. Also ich vertraue meiner Frau und ich vertraue auch ihren Freundinnen. Und das kann man auch. Wusste ich, kann man auch. Das läuft so ab. Ungefähr eine Woche später kannst du, meine Frau natürlich wieder, auf die Polizeiwache fahren und dann bekommst du einen Scheck. Da wirst du angerufen, hey, der Scheck liegt abholbereit da. Dann Scheck gehst du zur Bank, also sehr, sehr umständlich. Und da bekommst du natürlich dein Geld wieder aufs Konto. So läuft es hier in Thailand. Und jetzt kommt ein Tipp, da würde ich mal einfach sagen, das ist ein Insider-Tipp.
Natürlich möchte ich euch einen Insider-Tipp geben. Der ist natürlich jetzt in einer gewissen Art und Weise grenzwertig, aber es ist die Praxis. Es gibt in Pattaya Laiengruppen. Ich habe euch schon mal erzählt über Laiengruppen hier in Thailand. Es gibt so viele Laiengruppen für alle Kategorien. Über Ausländer, die sich daneben benehmen, in gewissen Soys etc. Und es gibt Laiengruppen über Polizeikontrollen, über Alkoholkontrollen, über alles. Und da fragt ihr einfach mal Leute, die hier schon lange leben. Die können euch, vielleicht wissen sie es, euch in diese Laiengruppen reinbekommen. Die muss natürlich eine Gruppeneinladung bekommen etc. Ich selber bin in zwei von diesen Gruppen und ich sage euch, ich bekomme alle Polizeikontrollen mit. Das Ganze öffnet natürlich wieder Tür und Tor für Unfug, ganz klar. Das ist mal ganz interessant, da drin zu sein, weil da siehst du auch, in was für einer Frequenz und in was für einer Häufigkeit hier kontrolliert wird. Und das ist ja tagtäglich mehrere Male. Wenn sich jemand da irgendwo besäuft, bevor er mit dem Moped heimfährt, guckt er in die Laiengruppen. Ah, da ist keine Polizeikontrolle oder die Polizeikontrolle ist da, ich fahre hinten rum. Ob das gut ist, entscheidet ihr selber, aber es ist natürlich Praxis, es wird getan und es wird genutzt, ganz klar, Freunde. Und das gibt es hier in ganz Thailand. Also diese Polizeikontrollgruppen kriegst du in jeder Großstadt, kriegst du sogar am Land draußen, habe ich davon schon gehört. Freunde, don't drink and drive. Ihr wisst, wie es ist, Freunde. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich mach's auch nicht, aber es ist wahrscheinlich jedem von uns, wenn er ehrlich ist und mal sein Gutmenschentum hinten anstellt, ist es jedem von uns schon passiert, dass man mal nach ein paar zu viel Bier gefahren ist. Aber das ist nicht gut. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen warnen können und vielleicht auch davon abhalten können, dass ihr da in einen gewissen Unfug reinkommt, der am Schluss euch einen Urlaub versaut oder ein ziemlich ärgerliches Erlebnis natürlich euch gestaltet. Freunde, Insider-Tipp war auch noch dabei. Ansonsten wünsche ich euch natürlich don't drink and drive und allzeit gute Fahrt, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Stefan. Peace.